بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine sehr geehrten Geschwister, wir setzen heute unsere Reise ins Jenseits fort, inshallah. Und in der letzten Woche haben wir über die Situation einiger Menschen am jüngsten Tag gesprochen. Wir haben über die Situation der Ungläubigen gesprochen, der Glaubensverweigerer. Und wir haben über die Situation auch vieler Menschen gesprochen, die miteinander verfeindet sein werden. Diejenigen, die angebetet wurden, werden verfeindet sein mit denjenigen, die sie angebetet haben. Diejenigen, welche geherrscht haben, werden verfeindet sein mit denjenigen, die sie beherrschten. Der Mensch wird verfeindet sein mit dem Shaitan. Der Mensch wird verfeindet sein sogar mit seinem eigenen Körper, mit seinen eigenen Gliedmassen. Und er wird mit ihnen streiten und sie verfluchen. Ja, und sogar die Seele des Menschen wird verfeindet sein mit dem Körper. Aber all das gilt für welche Menschen? Für jene Menschen, welche vom Wege Allahs abgekommen sind. Sie werden am jüngsten Tag versuchen, einen Ausweg zu finden. Sie werden nach einem Schuldigen suchen, um die Schuld auf ihn zu legen, um sich selbst zu retten. Aber all dies wird ihnen nichts bringen. Am Ende wird jeder das bekommen, was er vorausgeschickt hat. Und jeder wird das vergolten bekommen, was er gemacht hat in dieser Dunya. Nichts wird dir etwas helfen können. Keine Ausrede. Du kannst die Schuld auf niemanden schieben. Du bist selbst verantwortlich für deine Taten. Und das ist etwas, was jeder von uns wissen muss. Jeder von uns ist selbst verantwortlich für das, was er tut. Und das ist vielleicht, bevor wir auf unser heutiges Thema zu sprechen kommen, auch nochmal ganz wichtig im Allgemeinen für unser Leben. Am Ende bringt es dir nichts, die Schuld auf jemanden anderen zu schieben, auch in deinem diesseitigen Leben. Wenn du Misserfolg hast, bringt es dir nichts, die ganze Zeit zu sagen, ja, die anderen sind daran schuld, dass ich Misserfolg habe. Nein. Mach aus der Situation, in der du dich befindest, das Beste. Versuch niemals, dein Leben abhängig zu machen von anderen. Deinen Erfolg an andere zu binden. Du bist selbst verantwortlich für deinen Erfolg. Und der beste Beleg dafür ist, es gibt viele Menschen, subhanallah, die unter sehr schwierigen Umständen aufwachsen und trotzdem am Ende erfolgreich sind. Und es gibt Menschen, denen alles zu Füßen gelegt wurde, die alles bekommen haben, denen alles hinterhergeschoben wurde und die trotz alledem keinen Erfolg haben. Am Ende kommt es immer darauf an, was du aus deinem Leben machst. Und dass du aus der Situation, in der du dich befindest, das Beste machst. Das muss nicht immer dann das Höchste sein, was man erreichen kann. Nein, es geht um das Höchste, was du erreichen kannst in deiner Situation. Daran wird Allah subhanahu wa ta'ala den Handeln bemessen. Und deswegen schließe das nochmal ab mit diesem schönen Hadith, den wir auch, glaube ich, letztes Mal hatten. Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn nicht, war das in einem anderen Kontext gewesen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَوْ قَامَتِ السَّاعَةِ Wenn die Stunde eintreten sollte. وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا Und jemand von euch in seiner Hand einen Sprössling, eine kleine Pflanze hat. فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا Wenn er es schafft, diesen Sprössling noch einzupflanzen, dann soll er dies tun. Und nicht auf das Ergebnis schauen, sondern schau auf dein Handeln. Das ist das, wonach Allah subhanahu wa ta'ala dich am jüngsten Tag bewerten wird, was du getan hast, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Jemand, der nur ein Bein hat, von dem kann ich nicht erwarten, dass er so schnell rennt wie jemand, der
zwei Beine hat. Und trotzdem wissen wir, es gibt Menschen, subhanallah, die nur ein Bein haben und es schaffen schneller zu rennen als Menschen, die zwei Beine haben. Er wird niemals so schnell rennen wie jemand, der zwei Beine hat und gut rennt, schnell rennt. Aber er wird sicherlich einige einholen, die zwei Beine haben, aber ihre zwei Beine nicht nutzen können zum Rennen. Ganz, ganz wichtig, subhanallah. Und für ihn ist das schon ein riesiger Erfolg. Und das ist das, worauf es ankommt. Heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir uns mit der Situation anderer Menschen beschäftigen am jüngsten Tag. Und zwar mit der Situation von Muslimen, die jedoch sündhaft gewesen sind und bestimmte Sünden in ihrem Leben immer wieder begangen haben. Warum betone ich das immer wieder begangen haben? Weil derjenige, der eine Sünde begangen hat und sie bereut hat in der Dunya, der wird für diese Sünde nicht zur Rechenschaft gezogen. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Derjenige, der eine Sünde bereut hat, ist so wie jemand, der die Sünde gar nicht begangen hat. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Menschen reinwaschen. Um wen geht es also hier? Es geht um jene, welche gesündigt haben in der Dunya, auf ihrer Sünde beharrt haben und sie nicht bereut haben. Darum geht es. Und das ist eine Motivation, dass wenn wir das jetzt hören, dass wir als Muslime versuchen, an uns zu arbeiten. Sollte ich merken, oh, eine dieser Sünden, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesprochen hat, und für die die Menschen am jüngsten Tag noch vor der Hölle, subhanallah, zur Rechenschaft gezogen werden, trifft auf mich zu, dann sollte das ein Anlass sein, dass ich sage, ich muss mich ändern. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit. Jetzt sitze ich in einem Haus von den Häusern Allahs, ich höre diese Worte, ich wurde ermahnt, ich habe keine Ausrede. Also nutze ich das, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren und diese Sünde zu löschen, ungeschehen zu machen, als wäre sie nicht da gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat über einige Sünden gesprochen, die am jüngsten Tag, bevor der Mensch überhaupt das Paradies oder die Hölle betreten wird, schon bestraft werden. Weil wir wissen, am jüngsten Tag wird es dem Menschen schwer ergehen. Es wird ein Tag sein, wo es für alle Menschen, selbst für die Propheten, schwer sein wird. Nur es wird Unterschiede geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird es an einigen erreichen und anderen, dann, wie gesagt, wird es schwer fallen. Es ist wie eine Reise. Wenn ich auf einer Reise bin, ist die Reise grundsätzlich anstrengend, unabhängig davon, wie ich reise. Ich kann in der ersten Klasse reisen, ich kann in der Business Class reisen und ich kann ganz normal Economy reisen. Für alle ist die Reise mit Strapazen verbunden. Auch für denjenigen, der in der First Class reist. Aber der in der First Class reist, der wird nicht dieselben Strapazen haben wie derjenige, der in der Economy Class reist. Und genauso auch, ohne es wirklich vergleichen zu können, wird es am jüngsten Tag sein. Am jüngsten Tag wird es für alle anstrengend sein. Für alle wird es mit Strapazen verbunden sein. Sogar für die Propheten. Ja, die Propheten, sie werden Angst haben. Sie werden sagen, Nefsi, Nefsi, meine Seele, ich möchte mich erst einmal selbst retten. Und trotz alledem wird es dem Propheten natürlich nicht so schwer ergehen, wie jemanden, der gesündigt hat. Aber allen wird es schwer fallen, ohne jegliche Ausnahme. Und wir wollen uns jetzt, insha'Allah ta'ala, einige dieser Sünden anschauen, welche schon am jüngsten Tag dafür sorgen werden, dass der Mensch sich in einem schwierigen Zustand befinden wird. Und das Erste, was wir erwähnen, betrifft die Zakah. Dass ein Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen gegeben hat, dieses Vermögen nicht spendet, nicht gibt für Bedürftige. Das heißt sogar, seine Pflicht zurückhält. Das Vermögen ist nicht dein Vermögen, sondern es ist am Ende etwas, was dir Allah anvertraut hat. Und deswegen sagt Allah Ta'ala im Koran, dass das Vermögen uns anvertraut wurde. Wir Statthalter über das Vermögen sind. Mustakhlafina fi. Allah hat uns zu Statthaltern über dieses Vermögen gemacht. Es ist zwar in unserer Hand, wir besitzen es in der Dunya. Das Konto ist auf unserem Namen,
Aber am Ende gehört alles wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Und er schaut, was wir aus diesem Vermögen machen. Und dementsprechend zu den größten Sünden, die ich begehen kann und die verheerende Folgen für mich haben werden am jüngsten Tag, gehört, dass ich in Bezug auf das Vermögen meine Pflicht gegenüber Allah ta'ala nicht erfülle. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat hierüber gesprochen. Und er sagte, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, wie es von Abu Huraira radiyallahu anhu überliefert wird. Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu. Wem Allah Vermögen gibt, ohne dass er dafür die Zakat entrichtet und daraufhin die Zakat nicht entrichtet. Muthila maluhu yawm al-qiyamati shuja'an aqra' lahu zabibatan. Sein Vermögen wird am jüngsten Tag zu einer Schlange werden. Diese Schlange, sie wird zwei schwarze Punkte haben. Und die Gelehrten sagen, diese zwei schwarzen Punkte, zabibatan, deuten darauf hin, dass sie besonders giftig ist. Yutawwiquhu yawm al-qiyama. Diese Schlange, also sein Vermögen, wird ihn am jüngsten Tag dann um den Hals schlingen. Wird sich um den Hals schlingen. Thumma ya'khudhu bilihmazatayhi. Und daraufhin wird er, sozusagen diese Schlange, ja, wird ihn mit seinem sozusagen Gebiss fassen. Ihr kennt dieses Bild, so, wo die Schlange ihr Gebiss aufmacht und jemanden hier daraufhin fasst. Thumma yaqul, ana maluk, ich bin dein Vermögen. Ana kenzuk, ich bin dein Schatz. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgende Ayah aus Surat Ali Imran, die Ayah Nummer 80, rezitierte. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum, bal huwa sharrun lahum. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Es ist eine Prüfung gewesen. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sehr bildlich dargestellt, wie das geschehen wird. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er spricht hier insbesondere auch die Gelehrten an, die Mönche an, den Klerus, die Adligen, welche vielleicht sogar auch noch das Vermögen instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke. Und er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Also die Ehe beginnt erst einmal, oh, die ihr glaubt, viele von den Gelehrten und den Mönchen verschlingen für wahr den Besitz der Menschen auf nichtige Weise und halten von Allahs Weg ab. Inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani ya'kuluna amwal an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Wal-ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, diejenigen, die Gold und Silber horten. Wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Und es nicht auf Allahs Weg ausgeben, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Was wird genau passieren? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. An jenem Tag, wo dann dieses Vermögen, dieses Gold und Silber erhitzt wird im Höllenfeuer. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. Und daraufhin werden ihre Stirne und ihre Seiten und ihr Rücken gebügelt. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Das ist, was ihr für euch selbst gehortet habt. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. So kostet, was ihr gehortet habt. La ilaha illallah. Das heißt, subhanallah, alles, was du zurückgehalten hast, wo du nicht das Recht Allahs gegeben hast, wird am jüngsten Tag gegen dich verwendet werden. Dein Vermögen, Dollar, Euro, es wird zu einer Schlange. Gold und Silber, was du gehortet hast und nicht ausgegeben hast, wird erhitzt und dein Körper wird damit gebügelt. Dann ebenfalls unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, und es ist ein längerer Hadith, wir werden jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Hadith nehmen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass derjenige, der Kamele hat oder Kühe hat oder wie auch immer, er nennt dann mehrere Sachen, am jüngsten Tag, ja, wird es kommen
Und es wird extra ein sozusagen Boden geglättet, geebnet für ihn. Und zwar richtig breit. Und es wird nicht eines einziges dieser Tiere, was er gehortet hat und was er für sich selbst behalten hat, ohne es zu spenden auf dem Wege Allahs, wird fehlen. Und was wird dann geschehen? Diese Tiere werden dann auf ihm laufen mit ihren Hufen und sie werden ihn beißen mit ihrem Gebiss als Strafe dafür, dass er dieser Kerl nicht entrichtet hat. Dementsprechend, meine lieben Geschwister, ja, eine ganz wichtige Sache ist, dass wir immer wissen, was ist die Pflicht in Bezug auf unser Vermögen. Es gibt viele Muslime, und ich habe das immer wieder erlebt, die im Ramadan fasten, die sogar 5-mal am Tag beten, aber wenn es um dieser Zakat geht, wissen sie nicht einmal, dass sie seit Jahren schon eigentlich dieser Zakat hätten zahlen müssen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das ist keine Spende, die du freiwillig gibst, ein Almosen, den du geben kannst oder nicht. Das ist nicht dein Geld, das gehört den Bedürftigen. Das musst du geben. Wenn du 85 Gramm Gold hast, wir reden jetzt nur über Gold oder den Gegenwert in Euro oder in Bitcoins oder in Aktien oder in weiß ich nicht was. Und ein Hijriya, das heißt ein Mondjahr, ein Lunajahr, über dieses Vermögen vergeht und du immer noch diesen Wert hast, musst du von deinem Vermögen 2,5% abgeben. Ganz wichtig, ich wiederhole das immer wieder, weil viele die Ahkam der Zakat nicht kennen. Beispiel, du hast letztes Jahr am 1. Ramadan 10.000 Euro gehabt. Und jetzt, am 1. Ramadan vom kommenden Jahr, hast du 15.000 Euro. Dann musst du von diesen 15.000 Euro wie viel bezahlen? 2,5%. Das heißt, wie viel ist das umgerechnet? Das sind, ist gar nicht so viel, subhanallah. Am Ende, ja, also 20.000 Euro, 500 Euro müsstest du dann zahlen. Naja, 10.000, 250 und von 20.000 dann 500. Das ist nicht viel Geld. Und subhanallah, ja, deswegen müssen wir das wissen und müssen diese Zakat haben und dürfen nicht geizen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist die erste Sünde, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht. Kommen wir zur nächsten Sünde. Und zwar der Hochmut, dass ich hochmütig bin. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in verschiedenen Überlieferungen gezeigt, dass Hochmut eine der schlimmsten Sünden überhaupt ist. Auf Arabisch Kibr, Takabbur. Allah ist Al-Mutakabbir. Allah ist der, der über allem steht. Der in Anführungsstrichen Hochmütige. Weil Allah ist höher als alles andere. Und dementsprechend ist er der Einzige, der diese Eigenschaft auch sich selbst zuschreiben darf. Alle anderen sind gleich. Ich darf niemals auf jemanden anderen herabschauen. Hochmut ist die erste Sünde, die begangen wurde durch Iblis, alayhi la'natullah. Der dachte, er sei besser als der Mensch, weshalb er sich weigerte, vor Adam niederzuwerfen, wie es Allah ihm befohlen hatte. Qala ana khayrun minhu. Er sagte, ich bin besser als er. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Du hast ihn aus Feuer erschaffen und mich aus was erschaffen? Aus Tin, aus Schlamm. Hochmut ist eine Sünde, die heute verantwortlich ist, ganz aktuell, für den Tod tausender von Menschen, tagtäglich. Weil nämlich die Menschen auf beispielsweise jetzt den aktuellen Konflikt, die Palästinenser herabschauen. Das sind nur Araber. Das sind keine Weißen, die haben nicht dieselbe Haut, wie wir sie haben. Die haben nicht dieselbe Haarfarbe, wie sie haben. Sie haben nicht dieselbe Kultur, wie wir sie haben. Und dementsprechend, ein palästinensisches Kind ist doch nicht so viel wert wie ein israelisches Kind. Kann man doch nicht vergleichen. Ja, so wird argumentiert. Es hat mit Hochmut zu tun. Warum hat man dann ganze Völker ausgelöscht? Die Indianer. Warum hat man ganze Kontinente kolonialisiert und die Bevölkerung teilweise ausradiert? Ob im Kongo, ob in Namibia, ganz Nordafrika, Südafrika. Das Apartheidsregime. Woran liegt das? Das lag an der Hochmut. Die Leute haben auf diese Menschen herabgeschaut. Das sind nicht Menschen wie wir, sind zwar Menschen, zum Arbeiten gut,
für bestimmte Zwecke, aber diese Menschen werden niemals eine Hochkultur entwickeln können. Die werden niemals eine Zivilisation entwickeln können. Hochmut! Und dementsprechend, das sind, wenn überhaupt, Tiermenschen. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn eine Ratte irgendwo stirbt, wer schert sich darum? Eine Ratte mehr oder weniger? So wird das gesehen, das sagen sie. Teilweise spricht man das sogar jetzt aus mittlerweile. Ist ja nicht mehr so, dass man das nur denkt, das wird ja ausgesprochen. Und das ist was? Das ist was? Hochmut. Eindeutig Hochmut. Daraus resultiert Rassismus. Daraus resultiert, dass man glaubt, man sei besser als ein anderer Mensch. Der Islam ist gekommen, um genau dies zu beseitigen. Zu sagen, nein, alle Menschen sind gleich. Der einzige Unterschied zwischen den Menschen bei Allah ist die Gottesfurcht. Es ist völlig egal, ob du ein Sklave bist oder ob du ein reicher Adliger bist. Das macht bei Allah keinen Unterschied. Worauf es ankommt, sind deine Taten, was in deinem Herzen ist, wie du handelst. Und subhanallah, die Muslime haben das umgesetzt. Über Jahrhunderte hinweg. Und es sind diejenigen, die jetzt beschuldigt werden, dass sie angeblich intolerant wären. Es ist unglaublich, wie Lügen verbreitet werden, subhanallah. Und wie die Menschen diese Lügen glauben. Das ist traurig, aber das ist leider die Realität. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat uns gezeigt, was mit den Hochmütigen am jüngsten Tag sein wird. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wie es bei At-Tirmidhi von Amr ibn Shu'aib an Abihi, an Jiddihi überliefert wird, von seinem Vater, von seinem Großvater, dass er sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالُ الذِّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ Allahu Akbar. Das muss ich mir vorstellen. Die Hochmütigen, die glauben, dass sie etwas Besonderes gewesen sind in dieser Dunya, sie werden am jüngsten Tag wie kleine Ameisen, aber in der Gestalt von Menschen auferstehen. Subhanallah. Eine Ameise siehst du nicht mal. Und diese Leute, die dachten, sie wären etwas Besonderes, etwas Großes, etwas Wichtiges, sie werden kleine Zwerge sein. يَخْشَاهُمُ الظُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Die Erniedrigung wird sie von jedem Ort aus überkommen. Subhanallah. كَمَا تَدِينُ تُدَانٍ Das, was du dir zu Schulden kommen lassen hast, dafür wirst du auch bezahlen müssen in der gleichen Weise. Die Vergeltung ist immer entsprechend dessen, was du getan hast. Subhanallah. Du warst in der Dunya wie ein Berg oder hast dich so verhalten wie ein Berg und dachtest, du wärst ein Berg. Am jüngsten Tag wirst du ein Zwerg sein. Die Leute werden auf dich treten, sie werden dich übersehen. Du wirst erniedrigt sein, du wirst rufen, helft mir. Komm einer und trag mich von einem Ort zum anderen, aber keiner wird dich sehen. Du bist nichts. Und darüber muss ich mir immer im Klaren sein. Wenn ich als Muslim merken sollte, oh, ich fange an, hochmütig zu werden, hochnäsig. Ich fange an, selbstverliebt zu sein. Wow, ich bin so intelligent, ich kann so gut reden, ich kann so toll schreiben, ich bin viel besser als die anderen, ich sehe als Schwester viel besser aus als die anderen Schwestern. Dann denk immer daran, am Ende ist das alles eine Gnade von Allah, für die du Dankbarkeit zeigen solltest und nicht für die du hochnäsig sein solltest. Zeig Dankbarkeit, sei dankbar. Alhamdulillah, hast du dafür etwas getan? Der klügste Mensch, hat er für seine Intelligenz etwas getan? Nein, das hat er von Allah bekommen. Allah kann sie ihm auch sofort wieder nehmen, subhanallah. Du brauchst nur einen Unfall zu haben und schon ist alles vorbei. Gehirnerschütterung, alles ist weg. Und dementsprechend, sei niemals hochmütig, weil das ist eine Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden darf. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wie es von Bukhari und Muslim überliefert wird, über Abu Huraira radiyallahu anhu, أَخْنَعُ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكْ الْأَمْلَاكِ Subhanallah. Der am meisten Erniedrigung finden wird am jüngsten Tag, bei Allah ist welcher Name? Oder ist wer? Ein Mann, der sich selbst den Namen gegeben hat, Malik al-Amlak, der König aller Könige. Und dann Imam Muslim fügt noch hinzu, La Malika illallah.
Aber es gibt keinen Herrscher außer wen? Außer Allah. Und Subhanallah. Wenn man sich die Geschichte anschaut, immer dann, wenn die Menschen, auch Staaten, Imperien, Herrscher, anfangen hochmütig zu werden, arrogant zu werden, erniedrigt sie Allah subhanahu wa ta'ala. Immer dann, wenn sie glauben, mich kann keiner mehr angreifen, mir kann keiner mehr etwas tun, erniedrigt sie Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe heute oder gestern war das gewesen, einen super Vortrag gehört diesbezüglich, subhanallah. Also mehrere Beispiele aus der Geschichte gegeben. Napoleon, der dann nur zwei, er hat immer gesiegt, Napoleon, immer gesiegt. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, okay, ich kann auch bis nach Russland. Und was war? In Russland ist seine ganze Armee von 600.000 Mann auf 25.000 Mann geschrumpft. Subhanallah. Jemand, der glaubt, er kann die ganze Welt erobern. Ist vorbei, halas. Ja? Ebenfalls in der amerikanischen Geschichte, ja, mit Vietnam und auch mit Nord- und Südkorea, ja, wo einfach irgendwann einmal die Menschen denken, es gibt keine Grenzen mehr für sie. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie können erniedrigen, wie sie wollen, aber nein, es gibt für alles eine Grenze. Am Ende wird dir Allah Ta'ala zeigen, dass es eine Grenze gibt. Und das gab es schon immer in der Geschichte und das wird es auch immer wieder in der Geschichte geben. Sobald man anfängt, arrogant und überheblich zu werden und glaubt, es kann dich niemand mehr aufhalten, erniedrigt dich Allah subhanahu wa ta'ala. So war es auch mit den Muslimen gewesen, subhanallah. Viele Muslime haben ebenfalls so gedacht in der Geschichte. Haben gedacht, niemand kann uns besiegen. Woraufhin Allah Ta'ala sie erniedrigt hat. Und der Koran, er spricht darüber. Selbst zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ قُوَّتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Und am Tag von Hunayn, nach der Eroberung von Mekka, ja, wenn es Mekka erobert, kann nichts mehr passieren. Als euch eure Anzahl gefallen hat, oh, wir sind so viele, wir können heute, لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ. Heute können wir nicht besiegt werden aufgrund dessen, weil wir zu wenige sind. Was passierte? Allah hat ihnen eine Lektion erteilt. Sie hätten fast verloren. Hätte nicht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Leute zusammengehalten. فَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Sie hat euch nichts gebracht. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht hochmütig werden. Und dementsprechend, ja, Hochmut ist eine Sünde, die Allah ta'ala am jüngsten Tag vergelten wird, dass, indem du sehr klein bist. Dann, ebenfalls, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und Allah ta'ala im Koran, sie zeigen uns auf, dass es eine Sache gibt, die dazu führen wird, oder mehrere Sachen gibt, die dazu führen werden, dass am jüngsten Tag Allah subhanahu wa ta'ala mit uns weder reden wird, noch uns reinigen wird und uns dann auch im Höllenfeuer bestrafen wird. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und zwar, die erste Sache, die das betrifft, und das sind mehrere, wie es Allah ta'ala gesagt hat, nämlich, dass man Wissen zurückhält. Dass man Wissen zurückhält. Allah Ta'ala, er sagt in Surah Al-Baqarah folgendes. Vers Nummer 174. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ. Diejenigen, welche, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihrem Bauch nichts als Feuer. Und jetzt kommt es. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung weder sprechen, noch sie läutern, sie reinigen, reinwaschen von ihren Sünden. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Allahu Akbar. Was ist damit gemeint? Damit sind Gelehrte gemeint, welche die Wahrheit kennen, aber sie zurückhalten, um damit etwas von der Dunya zu erlangen. Und das sehen wir leider in jedem Zeitalter. Und auch heute sehen wir das, subhanallah. Gelehrte, welche immer nur das sagen, was die Regenten und die Herrscher hören wollen. Gelehrte, welche bereit sind, die Wahrheit zu verschweigen, nur damit der Herrscher und der Regent mit ihnen zufrieden ist. Sehr gefährlich. Muss ich aufpassen. Und auch hier kann mir das passieren in Deutschland. Wenn ich mir die aktuelle Lage anschaue, dass ich nur noch das sage, was dem Staat gefällt. Damit der Staat mit mir zufrieden ist. Ich rede nicht über Situationen, wo man
als Muslim oder als Institution gezwungen ist, auch politisch zu handeln. Das ist eine andere Sache. Ich rede darüber, dass jemand bereitwillig sich auf die Seite von einem Aggressor stellt, auf die Seite von einem Unterdrücker stellt, im Allgemeinen. Ich nehme jetzt keinen Namen. Allgemein. Ja? Eine politische Meinung vertritt, wo er ganz genau weiß, dass das nicht im Interesse von unterdrückten Menschen ist, egal ob Muslime oder nicht Muslime, nur damit was die Menschen und die Politiker und diejenigen, die das Sagen haben in dem Land, in dem wir leben, damit ihnen zufrieden sind und sagen, du bist ein guter Muslim. So gefällst du uns. So einen Muslim wollen wir haben, der genau das sagt, was wir vorgeben. Wir wollen keinen Muslim haben, der seine eigene Meinung vertritt. Du kannst Muslim sein, solange du was machst? Solange du eins zu eins das wiedergibst, was die Politik von dir verlangt. Dann bist du ein guter Muslim. Du wirst gefördert. Man wird dich in den Medien als vorbildlichen Muslim dann auch präsentieren. Du wirst in jede Talkshow eingeladen. Man klatscht. Du wirst überall eingeladen. Ja, und dann? Dann kommt das, was Allah Ta'ala gesagt hat. Was hast du davon? Ist die Politik dein Razzaq oder Allah? Am Ende, wenn ich als Gemeinschaft, wenn ein Gelehrter, ein wissender Muslim, der Verantwortung trägt, nicht das so wiedergibt, wie es Allah und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben. Was ist dann seine Aufgabe im Leben? Allah Ta'ala, er prüft die Gelehrten. Und subhanallah, er hat die Gelehrten immer wieder geprüft in der Geschichte. Es gab immer wieder Situationen, subhanallah, er sie geprüft hat. Und es gab welche bestanden haben. Und es gab welche diese Prüfung nicht bestanden haben. Und subhanallah, Allah Ta'ala, er prüft uns jetzt auch in dieser Zeit. Ja? Sind wir bereit, auch in solch einer Situation, wo wir Druck ausgesetzt sind, das mitzuteilen, woran wir glauben, dass es richtig ist, selbst wenn das bedeutet, dass man uns gegen uns hetzt, dass man uns als weiß ich nicht was darstellt, und ich will jetzt gar nicht zu sehr auf diese Thematik eingehen, oder ja, wollen wir es einfach haben, indem wir immer nur das nachplappern, was von uns verlangt wird. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Aber eines müssen wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird jeden, der die Wahrheit verschweigt, ja, am jüngsten Tag dafür auch zur Rechenschaft ziehen. Deswegen, von Abu Huraira radiallahu anhu wa arda wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wie es bei Abu Dawud in der Tirmidhi steht und andere, Man su'ila an ilmin, fakatamahu, uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Wer nach einem Wissen befragt wird und es dann aber verschweigt, der wird am jüngsten Tag Zügel aus Feuer bekommen. Der wird am jüngsten Tag was? Zügel aus Feuer bekommen. Und dementsprechend ist ganz wichtig, eine ganz wichtige Aufforderung an uns alle, dass wir das Wissen, was wir haben, mit Weisheit und unter Berücksichtigung natürlich auch der Umstände, aber immer, trotz alledem, das Wissen mitteilen, das, was wir wissen. Ist nicht immer einfach. Ich kann mich an Situationen erinnern, auch persönlich, wo es nicht immer einfach gewesen war. Es geht ja nicht nur aktuell jetzt um Gaza, vorher auch schon zu Themen LGBTQ und weiß ich nicht was alles. Ja? Da wird Druck auf dich ausgeübt, auch als Gemeinschaft. Und da ist es wichtig, dass man auch klar sich positioniert. Ja? Weil am Ende bist du ein Vorbild und die Leute werden dich befolgen. Und wenn du als Gemeinschaft, als Vertreter einer Gemeinschaft oder wie auch immer, dann einfach mit sozusagen dem Mainstream mitgehst, ohne das wiederzugeben, was die Religion sagt, was passiert dann? Dann geht die Wahrheit verloren. Und du bist dann ein Grund dafür, dass viele Menschen vom richtigen Weg abkommen. Ebenfalls, diejenigen, die am jüngsten Tag von Allah subhanahu wa ta'ala nicht angeschaut werden, nicht gereinigt werden und mit denen Allah nicht spricht, sind jene, welche mit dem Bund Allahs und den Schwüren versuchen, ja, etwas von der Dunya zu erlangen.
Allah Ta'ala, er sagt Folgendes: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen. Ja, mit anderen Worten, ja, ich schwöre, auch in der Religion, ich nutze die Religion für meine eigenen Zwecke, ja, nur damit ich etwas von der Dunya erlange. Das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala dann am Tag der Auferstehung nicht anschauen wird, noch mit ihnen sprechen wird, noch sie in irgendeiner Weise läutern wird. Und was fällt unter anderem darunter? Wenn ich beispielsweise versuche, ja, etwas zu verkaufen, indem ich den Anschein erwecke, ich sei religiös. Und das nennt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam al-munaffiqu sil'atahu bil-halif al-kadhib. Jemand, der schwört bei Allah, oh wallahi, die Ware ist absolut in Ordnung, das Auto hat keine Mängel, ich bin der erste Besitzer, ich bin nur so viele Kilometer gefahren und du hast aber mit dem Kilometerstand gespielt und du lügst, nur damit du einen höheren Preis bekommst. Das heißt, du machst Allah zum Zeugen für über eine Lüge. Stell dir das mal vor, du machst Allah zum Zeugen über eine Lüge. Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sagen dir, dass Allah dich am jüngsten Tag nicht anschauen wird. Deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Imam Muslim überliefert hat, von Abu Dharr radiyallahu anhu, ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. Mit dreien wird Allah nicht sprechen. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامُ. Und sie am jüngsten Tag nicht anschauen. وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Und sie nicht läutern. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und sie bekommen eine harte Strafe. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْهُمْ خَسِرُوا وَخَابُوا. Abu Dharr meinte, oh Gott, was ist das? Was müssen die gemacht haben? Ja? Die müssen ja, wer sind diese Leute? خَسِرُوا وَخَابُوا. Ja, sie sind sozusagen zugrunde gehen mögen sie. Haben alles verloren. Und der Prophet wiederholte das dreimal und sagte daraufhin, Al-Musbilu. Wer ist Al-Musbil? Al-Musbil ist derjenige, der seine Kleidung, sowohl was die Hose betrifft, als auch was die Ärmel betrifft, ja, oder das Gewand, über die Knöchel gehen oder über das Handgelenk. Was ist damit gemeint? Ganz wichtig. Weil manche Brüder und Schwestern verstehen diese Überlieferung so, dass sie sagen, jeder, der ein Gewand über seinem Knöchel trägt, fällt genau darunter. Aber die meisten Gelehrten sehen das nicht so. Es gibt einige, die das so sehen, aber die meisten Gelehrten sehen das nicht so. Die meisten Gelehrten, aufgrund verschiedener Überlieferungen, ich kann auch ein, zwei Überlieferungen gleich nennen, insha'Allah ta'ala, beziehen das auf jemanden, der das aus Hochmut und Prahlerei tut. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt hier vor einer Form von Prahlerei und Hochmut, dass ich angebe mit meiner Kleidung. Und dementsprechend, was tue, mein Kleid oder mein Gewand auf dem Boden hinter mir herziehe, wie es damals die reichen Araber auch getan haben. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzuri Allahu ilayhi yawm al-qiyam. Wer sein Gewand aus Prahlerei, aus Angeberei auf seinem Boden hinter sich herzieht, auf den wird Allah Ta'ala am jüngsten Tag nicht schauen. Ja? Und dementsprechend, Al-Musbil ist hier was mit gemeint nach den meisten Gelehrten? Derjenige, der das aus Hochmut tut. Das heißt, das betrifft uns eigentlich heutzutage nicht so sehr. Und dann das zweite, Wal-Munaffiqu sil'atahu bil-Halifil-Kadhib. Und derjenige, der versucht, seine Ware zu verkaufen mit einem Meineid, das heißt mit einem falschen Schwur. Er lügt beim Schwören. Wallahi, die Ware ist in Ordnung, obwohl sie nicht in Ordnung ist, wie wir es gerade gesagt haben. Und die Nummer drei ist wer? Wal-Mannan. Was ist ein Mannan? Was ist ein Mannan? Was ist ein Mannan? Ein Mannan ist jemand, der anderen eine gute Tat vorhält, unter die Nase reibt. Das heißt, du gibst ihm etwas und dann nach einiger Zeit kommst du und sagst, ja, guck mal, ich habe dir das und jenes gegeben. Sei mal ein bisschen dankbar, so sein Leben lang so. Kannst du dich auch erinnern? Ich habe dir damals was geliehen. Ja, sollst du mal ein bisschen dankbar sein. Sei nicht so unverschämt zu mir. Ja? Das ist was? Ein Mannan. Und Allah Ta'ala, er sagt was im Koran zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Wala temnun. Ja? Wie geht's weiter? Wala temnun. Testekthir. Ah. Ja?
Und halt den Leuten nicht die guten Taten vor, indem du dich dann damit sozusagen bereichern möchtest oder wie auch immer. Das sind nochmal drei. Dann, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, es gibt noch mehr Leute, auf die Allah am jüngsten Tag nicht schauen wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Imam Muslim überliefert. ثَلَافَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wieder drei, mit denen Allah nicht sprechen wird, auf die er nicht schauen wird, die er nicht läutern wird und die eine peinigende Strafe bekommen werden. شَيْخٌ زَانٍ. Ein alter Mann, der noch Sinner macht. Ja? Als junger Mann kann man das vielleicht noch nachvollziehen. Aber als alter Mann ist vorbei, خلاص. Ja? Dann, وَمَلِكٌ كَذَّابٌ. Ein König, der lügt. Davon gibt es heute viele. Sehr viele. Die lügen wie gedrückt, subhanallah. Ja? Und dann sagt er, وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. Und jemand, der verantwortlich ist, aber hochmütig ist. Ja? Subhanallah. Dann ebenfalls, drei, auf die Allah nicht schauen wird am jüngsten Tag. Al-aqu li walidayhi, wie es Imam Ahmad überliefert. Derjenige, der unverschämt gegenüber seinen Eltern ist. Wal-mar'atu al-mutarajjilatu al-mutashabbihatu bir-rijal. Eine Frau, welche Männer imitiert. Das heißt, welche sich genauso gibt und genauso rumläuft und sich genauso verhält wie ein Mann. Subhanallah, das zum Thema jedes Jahr sein Geschlecht wechseln. What the youth? Was ist ein the youth? Ein the youth ist jemand, der keinerlei Eifersucht hat in Bezug auf seine Frau oder die weiblichen Mitglieder seiner Familie. Mit anderen Worten, also man übersetzt es häufig als Kuppler. Ein Kuppler ist jemand, der sogar vermittelt. Ja, zwischen seiner Frau und einem fremden Mann, damit er vielleicht ein bisschen Geld bekommt oder ähnliches. Also unterste Schublade, subhanallah. Ja, das ist jemand, ja, auf den Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag ebenfalls nicht schauen wird, subhanallah. So, kommen wir jetzt insha'Allahu ta'ala zu weiteren Sünden, welche dazu führen werden, dass du am jüngsten Tag eine schwierige Situation haben wirst. Und zwar, die nächste Kategorie von Menschen sind Reiche, welche im Luxus gelebt haben und in Verschwendung. Vielleicht haben sie sogar ihre Pflichten erfüllt, aber sie leben in Verschwendung. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das in verschiedenen Überlieferungen aufgezeigt. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam folgendes, wie es bei Bukhari und Muslim steht, von Abu Dharr. Innal mukthirin humul muqilluna yawm al-qiyamah. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. Die Mukthirin, die viel besitzen, werden diejenigen sein, die sehr wenig haben am jüngsten Tag. Außer wem Allah Gutes gegeben hat, also am Vermögen. Und was macht er mit seiner rechten und mit seiner linken Hand? Die ganze Zeit immer nur Gutes. Die ganze Zeit nur am Spenden. Ja, versucht immer nur gute Sachen zu unterstützen. Ja, das ist eine Ausnahme. Aber sonst jemand, der viel hat, selbst wenn er vielleicht eine Pflicht erfüllt, aber dann in Verschwendung lebt und im Luxus lebt, das wird jemand sein, der am jüngsten Tag dann weniger haben wird als die anderen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Imam al-Hakim überliefert hat und al-Tirmidhi und Ibn Majah zu einem seiner Gefährten, der mal kurz aufgestoßen hat, also ein bisschen, also beim nach dem Essen gerülpst hat. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, kuffa anna jushaak. Komm, halt mal dein sozusagen Rülpsen von uns fern. Fa inna aktharahum shiba'an fi dunya atwaluhum ju'an yawm al-qiyama. Allah. Weil diejenigen, welche am häufigsten und am meisten satt geworden sind, also übersättigt, in der Dunya sind auch diejenigen, die am längsten Hunger haben werden am jüngsten Tag. Allahu Akbar. Ja? Allah ist gerecht, subhanallah. Allah ist gerecht. Es gibt einen Überlieferung, ich weiß gar nicht, wie authentisch sie ist, ehrlich gesagt.
aber müsste ich nochmal nachgucken, aber dass die Messagien 500 Jahre, also die Armen werden 500 Jahre vor den Reichen das Paradies betreten. Ich weiß nicht, wie authentisch die Überlieferung ist, ja, aber wenn, dann würde das hier reinpassen. Und zwar, Allah Ta'ala, er gibt dir in der Dunya und du musst, weil er dir gegeben hat, dafür auch Dankbarkeit zeigen. Damit du am jüngsten Tag dann nicht benachteiligt bist. Weil Allah Ta'ala, er wird das ausgleichen, in irgendeiner Weise. Reichtum ist nicht schlecht, aber es geht um Verschwendung und dass ich mit meinem Reichtum geize. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer schönen Überlieferung, und zwar Umm ad-Darda sagte einmal zu ihrem Ehemann Abu Darda, was ist los mit dir? Warum forderst du nicht Geld, wie die anderen auch Geld fordern? Woraufhin er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, Inna amamakum aqabatan ka'uda, vor euch ist eine hohe Schwelle. La yajuzuha al-muthqalun. Diese hohe Schwelle werden nicht jene überschreiten können, die viel Gewicht hatten. Mit anderen Worten, die viel in der Dunya besessen haben. Subhanallah. Dann, und das hatten wir schon letztes Mal erwähnt gehabt, nämlich ein Verräter. Jemand, der Verrat begangen hat. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wenn Allah Ta'ala alle Menschen versammelt wird, die Ersten und die Letzten, يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَا, wird für jeden Verräter ein Banner hochgehalten. Und es wird dann gesagt, فَقِيلَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانَ إِبْنِ فُلَانَ Allahu Akbar. Das ist der Verrat von dem Sohn, von dem so und so, dem Sohn von so und so. Sein ganzer Name wird genannt. Das heißt, alle werden das mitbekommen, dass du ein Verräter gewesen bist. Dass du jemanden hintergangen hast. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es Imam Muslim überliefert. Und er zeigt uns auch, was ist der größte Verrat überhaupt. Und das zeigt uns, und das sagt uns einiges über unsere heutige Zeit und über viele muslimische Herrscher heutzutage. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ. Jeder wird am jüngsten Tag was haben? Jeder wird am jüngsten Tag, also jeder Verräter wird am jüngsten Tag ein Banner tragen, was für ihn hochgehalten wird, entsprechend seines Verrates. Das heißt, es kann sein, dass du einen riesen Banner hast, den jeder sehen kann. Und es kann sein, dass du einen kleinen hast, so ein kleines Fähnchen. So. Steht so drauf sozusagen, Verräter, ein kleines Fähnchen, sehen nicht alle. Ja, nur wenn man so in deiner Nähe ist, sieht man, oh, das war ein Verräter gewesen. Und jetzt sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Ala wala ghadira a'azam ghadran min amiri amma. Allahu Akbar. Und es gibt keinen, der einen größeren und gewaltigeren Verrat begeht, als ein Emir, also ein Herrscher. Stellt euch mal vor, der Präsident von einem Land, der sein ganzes Land verkauft, wie wird er vor Allah stehen? Allahu Akbar, möge Allah uns bewahren, Herr Rabbil Alamin. Was werden die für ein Banner haben? Was werden die für ein Banner haben? Und in einer Überlieferung sagt der Prophet, wie das Banner hochgehalten wird. Und zwar an deinem Hinterteil. Das ist wirklich eine Überlieferung. Hinten wird das dran sein, du wirst es nicht loswerden. Egal wo du hingehst, es ist an dir dran. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren, ja Rabbil Alamin, vor Verrat und vor Hintergehen. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt ist die nächste Sünde. Und zwar das Stehlen und das Entwenden von der Kriegsbeute. Kriegsbeute ist öffentliches Geld, öffentliche Gelder, die der Allgemeinheit gehört. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns aufgezeigt, dass das eine der schlimmsten Sünden ist, für die du schon am jüngsten Tag bestraft wirst. So sagt Allah Ta'ala in Surat Ali Imran, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلْ. Es steht keinem Prophet zu, etwas zu veruntreuen. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Das heißt, du wirst das haben in deiner Hand.
muss es vorbringen. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Subhanallah. Und dazu gehört auch was? Dazu gehört auch Korruptionsgelder. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wie es Abu Huraira überliefert hat: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. Ich möchte nicht, dass am jüngsten Tag ich irgendjemand von euch vorfinde, der kommt und er hat an seinem Hals was? Ein Maultier, was sozusagen Rua hat. Rua ist sozusagen, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, so eine Art, also wie ein, wie nennt man das bei einem Maultier, einem Pferd, wenn es sein Laut von sich gibt? Wie nennt man das? Gewieher oder wie nennt man das nochmal? Mein Deutsch, schlechtes Deutsch. Rua, keine Ahnung. Leute, was ist los? Gibt es denn jemanden, der weiß, was, wie das heißt? Wie heißt die Stimme von einem Pferd? Vihan, oder? Vihan, oder? Genau, so eine Art Vihan, ja? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Könnt ihr nochmal nachgucken gleich, inshallah ta'ala. Ja? Und dann sagen wird, ja, Rasulallah, erisni, o Gesandter Allahs, rette mich! Und ich dann sagen werde, la amliku leke shay'an, wa qad ablaghtuk. Ich kann dir nicht helfen, ich habe dir Bescheid gegeben. Und dasselbe auch sagt er dann über ein Pferd, sagt er über eine Ziege, sagt er über auch andere Tiere. Und was ist der Grund? Der Grund ist, ja, dass diese Leute Korruptionsgelder angenommen haben. Und du wirst das, was du angenommen hast, am jüngsten Tag auf deinen Schultern tragen. Und dann wirst du zum Propheten gehen und sagen, ja, Rasulallah, bitte rette mich. Und er wird dir sagen, ich kann dir nicht helfen. Ich habe dir Bescheid gegeben, du wusstest, es ist haram. Jetzt musst du deine Bürde tragen. La ilaha illallah. Und hier nochmal ganz wichtig, damit wir auch verstehen, was überhaupt Korruptionsgelder sind. Weil viele von uns verstehen das nicht. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es wird überliefert von Abu Humayd al-Sa'idi, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann beauftragte, dass er für den Stamm der Al-Azd, ja, die Spenden, das heißt die Zakat, auch einsammeln sollte. Und er kam und er sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er dann das Geld übergeben sollte, hadha lakum wa hadha uhdi ilayya. Das ist hier die Zakat, die ich eingesammelt habe. Das ist für die Staatskasse. Und das wurde mir geschenkt. Und der Prophet, was macht er in solchen Situationen? Er stieg auf den Minbar, direkt. Und er sagte, مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى عَمَلْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي. Was ist los mit einem Beamten? Ist ein Beamter, ein Amil ist ein Beamter. Ein Staatsbeamter, Bedienster. Dem wir eine Aufgabe geben. Und dann kommt er zurück und sagt, das ist von euch und das gehört mir. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرْ أَيُّهْدَ إِلَيْهِ أَمْلَا. Sollte er noch mal zu Hause sitzen, also ohne diese Position zu haben, dieses Amt inne zu haben, und gucken, ob die Leute dann zu ihm kommen werden und ihm etwas schenken werden oder nicht. Werden sie nicht machen. Sie schenken ihm nur was. Warum? Weil sie ihn bestechen wollen. Wenn er zu Hause sitzen würde, würde keiner zu ihm kommen und ihm irgendetwas schenken. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Bei dem in dessen Hand Mohammed Seele ist. La ya'ti ahadukum minha bi shay'in. Keiner von euch nimmt so etwas an, Bestechungsgelder, Korruptionsgelder. Illa ja'a bihi yawm al-qiyamati ala raqabatihi. Außer dass er am jüngsten Tag damit kommen wird auf seinem Nacken. In kana ba'iran lahu rugha. Wenn es ein Maultier ist, dann wird es wiehern, also wie ein Maultier oder schreien wie ein Maultier. Au baqaratun laha khawar. Und eine Kuh wird was? Moon, oder nennt man das Moon, ja. Aushatun, ja? Oder dann halt eine Ziege, die dann, wie gesagt, ihre Laute von sich geben wird. Bukhari und Muslim. Schaut mal, der Islam, subhanallah, wie er uns erzogen hat. Und wir sagen, ja, Rasulallah, wallahi, wir haben gehört, was du gesagt hast, wir wissen es. Möge Allah ta'ala uns dafür bewahren. Wenn wir uns jetzt manche Länder anschauen, auch viele muslimische Länder, wie viel Korruption dort verbreitet ist, denkt man sich, subhanallah, diese Leute, was wird mit denen sein am nächsten Tag? Die Tage, die teilweise ihr Haupteinkommen durch Korruptionsgelder haben. Ihr Haupteinkommen durch Korruptionsgelder. Was werden diese Menschen am jüngsten Tag machen? Ich weiß es nicht. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin.
Dann Landraub, ganz schlimm. Man akhada min al-ardi shay'an bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin. Wer etwas, wer Land nimmt, was ihm nicht gehört, der wird am jüngsten Tag in dieser Erde, sozusagen bis zur siebten Erde hinunter, versunken werden. Jetzt stellt euch mal vor, einem ganzen Volk wird unter Land geraubt. Ich rate euch, subhanallah, gerade wenn es jetzt um Philistin geht, um Palästina geht. Lest euch, belest euch. Schaut, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Was für ein Landraub betrieben wurde. Das ist unglaublich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie viele Lügen auch über das, was dort in Palästina geschehen ist, verbreitet werden. Sondern teilweise gesagt wird, ja, die Palästinenser sind ja selbst schuld. Warum? Weil sie haben ja damals den ersten jüdischen Siedlern, die aus Europa kamen und aus Russland, sie haben ja ihr Land an sie verkauft. Selbst schuld. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Erstens, diejenigen, die das verkauft haben, das sind Leute gewesen, die gar nicht in Palästina gelebt haben. Es waren einige Libanesen, denen gehörte sozusagen Großgrundbesitz und die haben es einfach verkauft, weil sie dort gar nicht dort gelebt haben. Und das waren nur 4% gewesen des Landes. 4%! 96% gehörten den Palästinensern. Man hat es ihnen einfach weggenommen. Entzogen, einfach so, stell dir mal vor. Und nicht nur das. Ich sage euch wirklich, also guck, es gibt auch sehr gute, auch sogar deutschsprachige Berichte mittlerweile. Auf RT gibt es einen sehr guten Überblick über das, was sozusagen, wie es überhaupt zur Staatsgründung Israels gekommen ist. Ja? Und dieses ganze Unrecht, was damit verbunden gewesen war. Ja? Man hat, wie in Diyarbakır und anderen Orten, regelrechte ethnische Säuberungen vorgenommen. Man hat einfach die Menschen umgebracht. Einfach umgebracht. Und wenn man Zeitzeugen heute, Interviews von Zeitzeugen, die daran beteiligt gewesen waren, von Soldaten, hört, dann lachen sie dabei. Ja, ich hatte ein Maschinengewehr und habe einfach geschossen. Ha, einfach geschossen. Ha. Und die Leute sind dann geflohen. Natürlich, wenn du 250 Leute von 1000 Leuten umbringst, also ein Viertel des Dorfes, ist ja logisch, dass die anderen ebenfalls fliehen werden. Und teilweise hast du ganze Städte, die auf den Leichen der Palästinenser, die umgebracht wurden, errichtet wurden. Das heißt, man muss nur 1 oder 2 Meter tief graben, ja, dann findet man die ganzen noch Skelette und die Überreste dieser Menschen. Landraub. Das nennt man was? Landraub. Wird es einfach so vergehen? Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird die Menschen, die das gemacht haben, dafür am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen. Dann, Dhul Wajhain, jemand, der 2 Gesichter hat. Januskopf, ja, den einen lächelt er an und den anderen, auf der einen lächelt er und auf der anderen Seite verflucht er. Ja? Also ein Heuchler. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wie es bei Bukhari und Muslim überliefert wurde, تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِ هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Und den schlimmsten Menschen am jüngsten Tag ist der mit 2 Gesichtern, der zu den einen Menschen mit einem Gesicht kommt und zu den anderen Menschen mit einem anderen Gesicht kommt. Heißt, ein Heuchler, der verstellt sich. Schauspieler. Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu lisanu min narin yawm al-qiyamah. Wer 2 Gesichter in der Dunya hat, der wird am jüngsten Tag eine Zunge aus Feuer haben. La ilaha illallah. Seine Zunge wird brennen, weil er 2 Gesichter hat. Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht wie ein Heuchler bin. In der Gemeinschaft bin ich der liebe Bruder und zu Hause bin ich ein Tyrann. Unter den Schwestern bin ich lieb, ah Uchti, wie geht's dir? Und zu Hause schreie ich alles zusammen, das ganze Haus das hört. Wallahi, ich sage euch ganz ehrlich, bei den ganzen Eheproblemen, die ich mitbekomme, erkenne ich manchmal die Leute nicht wieder. Ich bin erschrocken manchmal, wenn ich da sitze und dann Sachen höre. Ich spreche jetzt allgemein, nicht, dass jemand jetzt jung denkt, allgemein. Ja, spreche ich, aber ich bekomme manchmal Sachen, wo ich denke, ich hätte das niemals von diesem Menschen gedacht. Niemals! In der Öffentlichkeit der liebste Mensch und alles, und dann sieht man so Bilder auf Instagram, immer lächeln, was ich weiß. Und dann zu Hause ein Tyrann. So, Allahu Akbar, wie passt das zusammen? 2 Gesichter. Ja? 2 komplett unterschiedliche Gesichter. Ein Gesicht in der Öffentlichkeit und ein Gesicht, wenn er zu Hause ist. Und machen wir noch 2 Sachen, insha'Allah ta'ala, dann sind wir auch für heute fertig. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das nächste ist ein Herrscher, der sich von seinem Volk abschirmt.
Das heißt, der einfach nur herrscht und mit seinem Volk nichts zu tun haben möchte, seine Verantwortung nicht nachkommt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, man waliya min umuri al-muslimina shay'an fahtajaba duna khillatihim wa hajatihim wa faqrihim wa faqatihim ihtajaba Allahu anhu yawm al-qiyamah duna khillatihi wa hajatihi wa faqatihi wa faqrihi. Wer Verantwortung trägt für die Muslime in irgendeiner allgemeinen Angelegenheit und dann sich zurückzieht, abschirmt, obwohl die Menschen ihn brauchen, weil er ein Amt hat und er ist verantwortlich für die Menschen. Ja? Und er kümmert sich nicht um ihre Angelegenheiten, wenn sie arm sind, wenn sie bedürftig sind, sondern geht einfach, bereichert sich einfach. Allah subhanahu wa ta'ala, er wird sich von ihm auch am jüngsten Tag abschirmen und sich nicht um seine Angelegenheit kümmern. Und das Letzte, insha'Allah ta'ala, das ist etwas, was uns nochmal gerade auch in dieser Gesellschaft sehr wichtig ist, ich wiederhole das immer wieder, ist, wer seine Hand ausstreckt, ohne bedürftig zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, man sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'at mas'alatuhu yawm al-qiyamati khudushan au khumushan au kuduhan fi wajhihi. Allahu Akbar. Wer bettelt, seine Hand ausstreckt, um Geld bittet, obwohl er eigentlich genügend hat, am jüngsten Tag wird sein Betteln, was in seinem Gesicht sein, wie ein Kratzer. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, genau, der Rest des Hadiths ist nicht richtig. Und deswegen sagte der Prophet in einer anderen Überlieferung, und damit schließen wir ab, mas'alatul ghani shaynun fi wajhi yawm al-qiyamah. Dass ein reicher Mensch, mit reich ist was gemeint, jemand, der genügend hat, nicht jemand, der reich ist im Sinne von Reichtum, sondern jemand, der eigentlich nicht wirklich die Hilfe anderer braucht. Wird am jüngsten Tag was sein? Eine Form von Shame, eine Art von Schande in seinem Gesicht am jüngsten Tag. Und deswegen, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, ich wiederhole das immer wieder, wenn wir nicht angewiesen sind auf Sozialhilfe, auf Geld vom Staat und selbst, Alhamdulillah, uns das erarbeiten können, arbeiten gehen können, dann sollten wir das auch nicht tun. Sehr wichtig. Ich wiederhole das immer wieder. Es ist unglaublich wichtig. Gerade die Jugendlichen unter uns. Bruder, wenn du arbeiten kannst, und ich spreche auch gerade die Brüder an, in erster Linie, wenn du arbeiten kannst, dann geh arbeiten. Streck deine Hand nicht aus. Und das Schlimmste, was du machen kannst, mein lieber Bruder, ist Sozialbetrug. Das ist die schlimmste Form davon. Warum? Weil du nimmst Geld, was eigentlich bedürftigen Menschen zusteht. Es ist sozial, das heißt Leute, die es brauchen. Und die gibt es in jeder Gesellschaft. Und du nimmst es, obwohl du es nicht brauchst, nur damit du am Ende des Monats mehr in der Tasche hast. Bruder, hör auf damit. Wenn du das machen solltest, dann hör jetzt damit auf. Jetzt direkt sag, ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Ich gehe einen Job nach, ich lerne, mache eine Ausbildung, wenn ich auch keinen Job habe, ich studiere, wie auch immer, mach etwas aus deinem Leben. Du wirst irgendwann einmal Familienvater sein. Und sei dir sicher, in diesem Geld liegt keine Baraka. Du bist ein Vorbild für deine Kinder, für deine Tochter, für deinen Sohn. Zeig ihnen, ich bin der Vater. Ich kümmere mich um meine Familie. Ich arbeite hart. Auch wenn ich vielleicht am Ende des Monats nicht so viel habe, wie wenn ich doch betrügen würde. Ja? Aber am Ende geht es darum, dass das, was ich meinen Kindern in den Mund lege, was ist? Halal ist. Deswegen, mein lieber Bruder, ja, wenn du nicht darauf angewiesen bist, es gibt immer Situationen, wo man auf... Ich rede nicht von Leuten, die darauf angewiesen sind. Es gibt immer Menschen, die darauf angewiesen sind. Für die ist es ja da. Ich rede von Leuten, die nicht darauf angewiesen sind. Wenn du nicht darauf angewiesen bist, dann mach es nicht. Hör auf damit. Weil am jüngsten Tag wird das in deinem Gesicht Shame sein. Eine Art von Schande, Erniedrigung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, Rabbil Alamin. Amin. Und es gehört sich auch nicht, zu lügen, zu betrügen. Ich meine, ich muss ja lügen, ich muss ja lügen. Darf ich als Muslim lügen, wenn ich einen Antrag ausfülle und ich unterschreibe, dass ich versichere, dass das der Wahrheit entspricht? Was bedeutet das denn? Ist das eine Lüge oder ist das keine Lüge? Frage. Ist das eine Lüge oder ist keine Lüge? Ja, subhanallah. Ja, nee. Ich lüge. Ich unterschreibe sogar, dass ich lüge. Ich lüge. Mein Name. Was ist das, subhanallah? Das ist ein Betrug, nennt man das. Das ist einfach Betrug. Punkt, aus, fertig. Es gibt einige Leute, die dann immer diskutieren. Ja, nein, gibt es nichts zu diskutieren, Achi. Das ist Betrug. Ja, kann man nicht verschönert nennen. Es ist einfach Betrug. Punkt. Wenn du betrügen willst, bitte. Ja, aber tu nicht so, als wäre das irgendwie eine Heldentat. Ja, ich will nicht für diesen Staat Steuern zahlen. Ach komm.
Weißt du was? Du würdest das überall machen. Erzähl mir nichts. Du machst es nur wegen deinetwegen. Nicht, weil du so heroisch bist und diesem Staat keine Steuern zahlen willst, weil er ja das Geld dann ausgibt, dann für irgendwelche ungerechten Einsätze im Nahen Osten oder wie auch immer. Glaube ich dir nicht, Achi. Du machst das nur deinetwegen, ja, weil du mehr Geld am Ende, ja, des Monats in deiner Tasche haben willst. Sei so ehrlich, ja, und versuch das nicht noch, auch noch zu verschönern. Ja. Dann sag ich so ehrlich, sag, ich bin ein Betrüger. Punkt. Ja? Dann ist okay. Dann musst du das zwischen dir und zwischen Allah ausmachen. Aber tu nicht so, als würdest du auch noch eine Heldentat tun. Barakallahu fikum. Damit inshallah ta'ala, ja, sind wir fertig. Wir haben jetzt haben die wichtigsten Dinge erwähnt, was die sündigen Muslime betrifft. Nächste Woche inshallah, in Ahyan Allah, werden wir über die Gläubigen sprechen, die Allah gehorcht haben, die gottesfürchtig gewesen und schauen, in was für einem Zustand sie sich befinden werden und was sie für Eigenschaften hatten, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير